Am Sonntag feierte die Schweriner Montessori-Schule das traditionelle Einschulungsfest im Dom. In einem Theaterstück haben die Kids den über 3 Dutzend glücklichen Schulanfängern nachvollziehbar gemacht, was die Bildung für das Leben eigentlich bedeutet. Für die Kleinen begann an diesem Tag ein ganz neuer Lebensabschnitt. Genauso wie für die Montessori-Schule selbst. Gemeinsam mit den Vertretern der Schlosskirche, der Domgemeinde und des Diakoniewerks Neues Ufer wurde eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Dadurch erhält die Schule eine stabile und kräftige Unterstützung für die Umsetzung neuer Projekte. Um mal ein Beispiel zu nennen, ist uns das Soziale, das sich ja auch im Christlichen versteckt, das soziale Miteinander ganz, ganz bedeutsam und ganz, ganz wichtig. Weil hierin sich zum Beispiel auch gut umsetzen lässt, das Miteinanderlernen von behinderten und nicht behinderten Kindern. Wir sind eine Einrichtung, die in der Tat christlich-diakonisch ist. Grundlage ist das christliche Menschenbild, das davon ausgeht, dass jeder Mensch einzigartig ist. Egal, ob er behindert ist, welche Fähigkeiten er hat, er ist von Gott geliebt, so wie er ist. Und unser Ziel ist es, ihn in seinen Stärken, mit seinen Möglichkeiten, mit seinen Potenzialen zu begleiten, zu fördern und nicht unter einen künstlichen Leistungsdruck zu setzen, der gesellschaftlich geprägt ist, den er einfach nicht erreichen kann. Von nun an können einige wichtige Veränderungen und Verbesserungen im Lernprozess eintreten. Vor allem das Angebot Kinder machen Kirche wird verstärkt stattfinden. Wie gut das geht, davon konnten sich die Gäste des Einschulungsgottesdienstes gleich vor Ort überzeugen. Danach machten sich die Kleinen auf den ersten und deshalb bestimmt unvergesslichen Schulweg ihres Lebens.